Machst du jetzt, oder? Nee, du mal. Okay, dann mach. Ja, ist jetzt Okay, egal. Wer mach macht du, jetzt? mach du Okay. jetzt. 3, 2, 1. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Aterra 4 mit dem Nexus Place und ja. Hallöchen, ich bin auf dem Server. Ja, direkt und ja, wir können erstmal schreiben. Und zwar hatten wir diese Folge doch nicht vorgehabt, dass wir Strip meinen. Wir wollten für euch eigentlich Action machen, weil ihr euch letzte Mal nicht ausgelockt habt. Egal, jetzt falsches Deutsch, aber es geht jetzt darum auch, wir wollten diese Folge ja kämpfen normalerweise, ne? Ja. Beziehungsweise Leute snipen. Aber zum Beispiel diese zwei hier auf dem Server. Nur das Problem war jetzt halt, dass sie. Pass auf, da hinten ist Lava, ne? Ganz hinten. Echt? Ja. Okay. Ja, spring nicht, wenn du hier so läufst, ne? Weil sonst kriegen wir ein bisschen viel Essen weg. Und ja. Also, um das schnell zu erklären. Oh, hier ist Redstone. Um das schnell zu erklären. Normalerweise mussten sie ihre Koordinaten aufschreiben, denn sie haben sich halt nicht ausgeloggt. Okay, das konnten sie jetzt noch nicht wissen, aber sie haben extra nicht in die Aufnahmekonfig geschrieben, dass sie recorden, um sich dann zu retten. Und ja, sozusagen, ja. Finde ich schon eigentlich mega armselig, muss man sagen. Ist jetzt mir ein Scheißegal, was sie, ob das jetzt irgendwie etwas größer YouTuber ist oder so, aber es ist einfach wirklich so. Und also ich finde es einfach lächerlich, aber ich hoffe, die bekommen jetzt einfach ihre gerechte Strafe und das sind halt die Strikes. Ja, nur das Problem ist, dass wir die dann jetzt nicht snipen konnten, weil die waren ja schon auf dem Server und ja. Ich finde, da hätte der Projektleiter schon, keine Ahnung, auf den Server gehen können und den kicken können, aber ja, können wir jetzt nichts machen, also müssen wir doch jetzt Strip Mine, leider. Leider. Weil wir suchen immer die Möglichkeit, irgendwie zu kämpfen, aber wir wollen jetzt auch nicht einfach so blöd drauf gehen, ne? Ganz klare Sache. Und ich muss nochmal kurz die Audio einstellen. Hast du noch Kohle per Zufall? Ja, habe ich. Okay, ich habe hier die Öfen hingeblendet, hier immer bei diesen. Achso, die haben wir abgebaut da, ne? Ja, und ich möchte mir gerne ein paar Eisenspitzhacken machen. Hast du Holz? Ja. Dann mach bitte mal eine Kiste. Hast du genug dafür? Es wäre mega nice. Ich habe mich ganz schön viel Stuff, das ich eigentlich nicht so gerne wegschmeißen wollte. Okay, danke, es reicht schon. Ich habe 16 Redstone-Blöcke schon mal. Jo, kannst ja, wir wollten ja unser Thema jetzt machen dann gleich, wenn wir anfangen zu meinen, aber kurz genau. Müssen wir uns noch konzentrieren. Ja, also schade, dass echt nichts geworden ist. Ärgere ich mich halt mega, weil es macht mega Fun zu snipen, finde ich. Ja, es geht nicht mal um den Fun-Effekt, sondern einfach darum, um euch zu unterhalten. Richtig. Das ist eigentlich die Hauptsache, warum wir das eigentlich machen wollten. Und damit auch ein bisschen Spannung in das Ganze kommt. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir jetzt so aufgebracht sind, kann man das sagen, ja? Ja, richtig. Und ja, also seid uns deswegen nicht böse, dann solltet ihr lieber böse sein auf Multicrash oder so. Aber bitte nicht haten oder so, aber ich finde es einfach ein bisschen schade, dass man als so großer YouTuber sowas machen muss. Ja. Um sich einfach nur den Arsch zu retten, ganz im Ernst. Und ich lege ein bisschen. Ja, und diese... Alter... Ja. Okay, gut, ich habe immer noch eine 5 Bar, aber es soll ja nicht gehen. Kannst du schnell hier Kohle reinmachen? Bei den Öfen? Hier immer. Jeweils. Ja, kannst wegmachen. So, okay, dann fange ich auch direkt an zu streamen, damit wir keine Zeit verlieren. Ich habe da einige Spitzhacken in die Kiste getan. Schon wieder okay. Redstone gefunden. Dias, ich habe Dias. Ja? Ja, ich habe Dias. Wir fangen mal an zu Strip Mine. 3 Blöcke abgebaut, Dias. Vielleicht können wir noch enchanten. Alter, guck mal, wie viele das sind. Lol. 5. 7. Nice. 8. 8 Dias. Wie letztes Mal, beim ersten Mal, wo wir Dias gefunden haben. 8 Dias. Ja, aber ich geh einfach. Ja, wir fangen mal an zu Strip Mine. Ich hab Redstone gefunden, Dias. GG. Lass noch enchanten diese Folge vielleicht. Ja, können wir ja noch versuchen. Wir müssen nur Lava finden, aber ich hab kein Wasser. Das ist das Problem halt. Soll einer von uns mal hochgehen? Hier ist Lava, aber hier da hinten. Ja, geil, Leute. Also, wir kommen voran. Wir sind ja eigentlich nicht so die Strip-Profis und wissen ja nicht so genau, da ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ich habe zwar etwas Ahnung von Vanilla. Also, was heißt etwas als Minecraft, da sollte man schon
mindestens etwas haben, aber ich habe schon Ahnung von Vanilla und Fallen generell, aber irgendwie vom Stripmine bin ich jetzt nicht so krass. Ich habe jetzt noch 5 Dias übrig, ich gehe kurz an der Oberfläche. Oder ich grab hier mal eins zur Oberfläche, wie wäre es damit? Ich grab das mit der Diaspitzhacke, okay, die geht ja eh nicht schnell kaputt. Ja, ja. Nach oben, damit wir die Zeit nicht verlieren. Dann werde ich oben nämlich noch ein klein bisschen Holz holen. Damit wir uns eine zweite Kiste machen können. Und dann machen wir uns aus dem restlichen Dias machen wir uns Rüstung, ne? Richtig. Ja, wir müssen noch welche finden, das ist halt nicht genug. Deswegen meinen wir halt weiter. Ja, ja. Wenn wir dann beide so Dia-Schuhe hätten, Schurz 1 wäre dann halt schon ganz schnieke. Achso, oh Digga, ich hab gedacht, ich hab gelaggt, weil ich konnte die Kiste gar nicht öffnen. Aber Digga, ich lag wirklich. Gießen Lavasee. Da hinten ist Gold. Ja, deswegen versuche Wasser zu holen. Ich hab ein bisschen Eisen reingelegt, falls du vielleicht doch Wasser findest. Hast du Wasser gefunden? Hier ist Gold. Hier kannst du, glaube ich, Lava holen. Ja, wir brauchen Wasser. Nein, Wasser habe ich keins gefunden. Okay. Ey, Digga, hast du noch eine Eisenspitzhacke oder so? Hm? Eisenspitzhacke. Ja. Ich hab ich hab Eisen reingelegt in die Kiste, ja. Ach so. Genau, Leute. Und zwar, sollen wir jetzt mit dem Thema anfangen, damit es halt nicht zu lang für die Leute ist. Und mit der Gamescom, meinst du? Ja, genau. Fang du einfach mal an, was du da so erlebt hast. Du warst ja mehrere Tage da. Also, ich fang mal an. Und zwar bin ich am Donnerstag angereist. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, die Gamescom war eins der besten Erlebnisse, die ich je hatte in meinem Leben. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie aus Spaß oder so, weil man findet, man sieht dann halt einfach mal die YouTuber, die man sonst nie sehen kann, beziehungsweise solche Leute, die man halt auch gerne mal treffen möchte aus dem Internet. Ja. Und das geht ja sonst eigentlich nicht so, weil ich in der Schweiz wohne und die meisten YouTuber in Deutschland. Und deswegen ist die Gamescom eigentlich eine ganz gute Sache. Und hier habe ich noch Gold gefunden, das nehme ich direkt mal mit. Ey, schade ist, wenn ich an den gleichen Tagen da war. Okay, wir können uns wahrscheinlich sehr schnell mal auch Goldäpfel craften. Okay. Das sollte eigentlich passen. 6 Golderze habe ich. Und ja, ich war Donnerstag am Nachmittag da. Ich bin da erst spät zur Gamescom gegangen, weil wir halt leider Gottes ein bisschen spät angekommen sind und wir mussten dann halt noch so Tickets lösen und so für das Hotel, zum Hotel zu finden. Um zum Hotel zu finden, genau so. Lol, den Dreckshexe, Alter. Ja. Lol, die hat mich was vergiftet. Ja, passt nur auf, ne? Ja, ja, klar. Bin ich just did so. Das ist der erstmal wieder. 14 Gold habe ich. Ah, cool, wir sind direkt am Meer. Krasse Sache. Okay, ich baue nicht alle Lava zu, damit du hier auch noch... Leute, ich habe Angst, dass ich jetzt ertrinke. Das ist ein bisschen hoch. Schaffe ich das bis da oben? Ja, passt bloß auf einfach. Okay, nee, ich habe nochmal kurz Luft geholt. Okay, wir haben einen coolen Fluchtweg. Und ja, Leute, ich habe auch viele Leute von euch getroffen. Also zumindest, ich habe 11 Autogramme und 9 Fotos, glaube ich, gemacht. Und es war halt ziemlich ungewohnt für mich. Jetzt könnte ich wieder ein Ungewitz reißen, aber sie sind langsam ausgelutscht. Da oben geht die Höhle weiter, ne? Ich weiß. Das Problem ist, sie haben kein Zuckerrohr. Bei der Lava. Das ist halt das Problem, ne? Das ist Redstone. 16 Level habe ich. Okay, jetzt hat's kurz geleckt. Und Freitag war ich auch auf der Gamescom. Und ich fand aber Donnerstag cooler, weil ich habe da mehr YouTuber getroffen. Und ich bin nicht an die Gamescom gegangen, um Spiele zu testen oder so. Weil ich hatte eh so ein grünes Band, weil ich erst 15 bin. Okay. Und deswegen konnte ich auch keine Spiele oder so antesten, weil ich hätte ziemlich gerne irgendwie Black Ops 3 oder so gesuchtet, gezockt. Ja, aber nichts für kleine Kinder, ne? Ich schwöre. Nee, aber es ist auch auf der Gamescom, finde ich, ein bisschen schwachsinnig, wenn man da wegen den Spielen hingeht, weil man hat einfach sowieso fast keine Chance, da irgendwas zu machen, weil du kennst es ja, das ist mega voll da. Man kann da einfach nichts machen, fast.
Das muss ich auch noch anmerken. Also, wir sind am Morgen, also der Subrex und ich, sind am Morgen dahin gegangen, wo die, ich glaube um 10 macht das auf. Oder? Ja, genau, genau. Um 10. Und wir waren da um 5 nach 10 und die haben da Leute nur so im. Also nur so, reingelassen in Abständen. Damit. Ach so. Ja, das haben die bei uns auch gemacht. Ich kann es auch verstehen, irgendwo, weil, sonst würden die Leute alle da reinrennen und es sind sonst schon ziemlich viele Leute da angestanden, auch bei den Schaltern, wo man die Gutscheine in Tickets umwandeln kann. Und jo. Okay, ich komme jetzt gerade mal wieder runter. Ey, ich bin so blöd. Weißt du, wofür ich überhaupt... Weißt du, ich gehe hoch, um Wasser zu holen und jetzt habe ich das Wasser einfach nicht mitgenommen. 10 Minuten sind wir auf dem Server. Mann, die Zeit geht so schnell vorbei. Ich schwör. Reicht es noch zum Enchanten oder nicht? Nee, wir haben doch kein Zuckerrohr. Wie willst du denn enchanten? Ja, stimmt. Leder haben wir. Ich nehme uns 2 Wassereimer mit. Ich natürlich nicht wieder vergesse, wenn ich da hochgehe. Gott. Ja, schon wieder 2 Minuten dann wieder verkackt deswegen. Okay, hab 2 Wassereimer. Ich baue mich hier mühsam voran. Aber. Ja, der Ellen war am Sonntag, deswegen haben wir uns auch nicht getroffen. Ja, leider. Leider. Ja, also, welche YouTuber hast du alles so da getroffen? Ich habe Anyart getroffen. Dann Verium, Faisten, Killer, halt diese Leute. Fabo. Boah, schon krass viele, ne? Kiwi Kilian, Mr. Outback. Also du wirst ja eigentlich auch kennen. Du bist ja sonst schon Porkchop Media Fan, oder? Ja, also ich mag die sehr, aber es sind sehr viele Videos, die ich auch nicht von denen gucke, weil halt vieles langweilig ist. Aber wenn die mal PvP machen, finde ich es ganz lustig, die anzuschauen, auch wenn die jetzt nicht so gut sind halt, ne? Ja, die müssen ja auch nicht immer krass gut sein. Genau. Die Unterhaltung reicht ja schon, also wenn es unterhalten ist. Es kann auch einer sein, der hat viel Skill, aber es ist nicht unterhaltend, weißt du? So ein Video kann auch passieren. War schon wieder die ganze Zeit Sprachfehler gehabt. Ich würde gerne mal die Koordinaten einschalten, aber ich bin zu faul, um das dann rauszuschneiden. Lol. Warum hast du an der Lava nicht so weitergegrammt? Wer sind hier Dias? Ja, ich habe einfach mal den Weg frei gemacht, weil ich dachte, da ist noch eine Höhle. Okay, hab Gold gefunden über Redstone. Okay, mega, können es bald vielleicht sogar. Danke. Können uns bald, glaube ich, sogar ein paar Goldäpfel mehr machen. Also einen können wir uns auf jeden Fall schon mal machen, da bin ich mir sicher. Nein, sogar noch mehr. 2 sicher. Wie viel? Ah doch, jetzt haben wir 2. Jetzt genau 2. Ich habe 14 Gold. Achso, echt? Oh, dann können wir uns 4 Goldäpfel insgesamt machen. Für jeden 2. Nice. Also vom Equip her, wenn wir nächste Folge vielleicht enchanten könnten, wären wir auf jeden Fall dann gut dabei. Wie weil fett wir ist müssen das? Dann. Ah, okay, das sind 2 Blöcke fett, ne? Wir müssen jetzt dann auch wieder vom Server dann gleich. Naja. Das war ziemlich schade, aber. Was wir mal machen. Ich würde am liebsten immer aufnehmen, ne? Ja, es macht mega Spaß. Eben. Ja, aber es mit dem Sniper ist halt kacke, weil wir hätten die gehabt, Leute. Die haben einfach wirklich gar keine Eisenrüstung und so. Aber wir hätten sie gehabt. Aber du musst dann noch aufpassen, ne? Wegen Koordinaten, dass du die ausblendest auf jeden Fall. Hä, brauchen wir nicht. Wir hauen einfach nächste Folge ab. Also, okay. Ich meine, wir bleiben eh nicht so lange an einem Fleck. Das wäre ein bisschen blöd. Lass es einfach mal laufen, weil die ganze Zeit zu strip-mine finde ich auch irgendwie kacke. Ja. Oh, ich habe mir noch aufgesammelt. Sehr geil. Habe ich noch bekommen. Wie viel Obsidian braucht man? 5, ne? Ne, 4. Ich glaube, ein zu viel sogar. Stell dir mal vor, du Boss. Oh, ich habe den Block sogar noch bekommen. Ich habe dem Cobblestone die Pinkschale gegeben, der Lava. Ach so, hier ist ein anderer Gang. Okay, das ist keine Dias, wäre natürlich schön gewesen. Das Redstone.
Ja, immer Redstone abbauen, ne? Du findest da sehr oft was. So, ich habe jetzt die 5 Dias. Den ich Obsidian. Ich habe keine Eisenspitzhacke mehr, habe ich vergessen. Und okay, 15 Minuten haben wir. Steht dann gleich auf dem auf dem Server. Willst du dir schnell Diaschuhe machen oder so? Diaschuhe? Ja. Wieso? Ist eigentlich ganz nützlich, ne? Ja, okay, später brauchen wir die so oder so, ne? Ja, Diaschuhe sind besser als Prot 4. Ja, Alter, wo hast du die Kohle denn reingesteckt? Schnell, tu rein. Hier. Du hast einen Steve Skin bei mir. Really? Ja. Da, ich tue das Gold da mal da rein. Du brauchst die Kohle da nicht rauszunehmen. Ich habe da das Gold auch noch reinge. Ja, teile das aber alles auf hier. Oh. Dann haben wir etwas mehr Zeit. So. Und ja, okay, dann. Nee, ich kann mit dir Helm machen. Mach schon die Helm, okay? Soll ich den dann nehmen? Ja, mach du den. Okay. Krass, halber Rüstungspunkt mehr, Mann. Obwohl hier beim Mine ziehe ich ihn noch nicht an, falls wir den Enchanten dann noch Schutz 2 oder Schutz 2 drauf machen wollen. Ja, mit dem Lapis. Oh nee, wir sind kein 1,8. Ja. Finde ich aber auch besser, weil da kannst du. Da kannst du ja sehen, was du enchantest. Ne? Ja, ich weiß. Aber du kannst es auch nicht verändern. Das ist das Problem. Ich finde irgendwie kacke das 1,8 enchant. Ich fand das Zufällige immer noch viel cooler. War irgendwie ein bisschen swaggy. So. Beim Zufälligen habe ich nie. Deine Zeit ist in 30 Sekunden vorbei. Okay, passt schon. Wollen wir das Gold noch rausnehmen, oder? Nee. Das schaffen wir doch in den 30 Sekunden. Wieso? Doch, lass mich alles rausnehmen ein bisschen. Dann haben wir schon mal stacked. Okay, wir haben 30 Gold. 31. Okay. Gut, wir gehen vom Server. Okay, so. Warte, ich baue hier kurz ein bisschen zu. Ja, ich habe ausgelockt schon. 10 Sekunden ist vorbei. Ja, eine Fackel wäre noch nice gewesen. Moment, holen wir noch eine Fackel. Haben wir 10 Sekunden noch. So. Okay, jetzt ist vorbei. Und ja. Dann würde ich mal sagen, das war's von der Folge. Genau. Ich hoffe, es war wenigstens etwas unterhaltend. Haben wir die Dias direkt gefunden. Ja, ich habe jetzt auch das Thema Gamescom nicht so spezifisch angesprochen, aber... Ja, die Zeit geht einfach zu schnell vorbei und wir müssen uns auch teils konzentrieren. Eben. Und ich musste mich konzentrieren, dass ich nicht irgendwie in die Lava falle oder so. Ja, genau. Weil das wäre dann schon ziemlich ein ungeschickter Tod, wenn ich dann so... Ja, auch. Wenn ich das dann so sterben würde und... Yo, schaut beim Öl vorbei, lasst ein Like da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. Peace.